300.000 Menschen sollen nach ersten Schätzungen von Polizei und Veranstaltern gestern gegen Rechtsextremismus demonstriert haben. Die größten Kundgebungen, die gab es in Frankfurt am Main und Hannover, aber auch im Osten, in Halle und Erfurt, gingen Tausende auf die Straße. Für heute soll es weitere Kundgebungen geben. Den Umfragewerten der AfD scheinen diese Demos aber noch nicht groß anhaben zu können. Die Kanzlerpartei SPD stürzt hingegen weiter ab und hat auch noch ein weiteres Problem. Sandra Saatmann mit den Hintergründen. Gesicht und Flagge zeigen gegen rechts, gegen das zunehmende Erstarken der AfD. Es war ein beispielloser Protesttag in der Geschichte der Bundesrepublik, der größte seit langem. Dichtes Gedränge in über 50 Städten. In Dortmund gingen rund 30.000 auf die Straße, in Stuttgart sind es 20.000. Und durch die Erfurter Innenstadt ziehen etwa 10.000 Menschen. Die wohl größte Kundgebung war in Frankfurt, 35.000 Menschen auf dem Römer, sehr viel mehr als erwartet. Alle eint ein Motto: Nein zur AfD. Ich bin wirklich das erste Mal seit über 40 Jahren in meinem Leben auf einer Demonstration und habe jetzt in den letzten Tagen immer das Gefühl gehabt, es reicht jetzt langsam. Ich finde es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir alle zusammengehören, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass das nicht geht. Ich finde es richtig schön, dass es, wie gesagt, halt so viele hier rausgehen, auch bei der Kälte, und einfach zeigen, wir sind mehr. Das Potsdamer Treffen von AfD-Mitgliedern zu völkischen Deportationsplänen scheint Deutschland im Kampf gegen Rechtsextremismus zu vereinen. Und doch verlieren die alten Parteien zunehmend oder stagnieren bestenfalls. Die AfD ist nach wie vor im Aufwind. Sie würde fast jeder Vierte in Deutschland nach einer neuesten Umfrage wählen. Und auch das gerade gegründete Bündnis von Sarah Wagenknecht käme schon auf 7%. Höchste Eisenbahn zu reagieren, mahnt der sächsische Ministerpräsident. Wir müssen dafür sorgen, dass Vertrauen in die Demokratie entsteht. Und Vertrauen entsteht dadurch, dass die Themen, die den Menschen wichtig sind, die Kritik, die sie haben, aufgenommen wird und verändert wird. Immerhin, es regt sich Selbstkritik in der Kanzlerpartei. Die Menschen wollen Orientierung in einer immer komplexeren Welt, sagt SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch. Diese Orientierung muss der Kanzler geben. Dafür reicht nicht eine Fernsehansprache. Wir brauchen als Regierung eine Erzählung, die den Menschen erklärt, was unser Plan ist und die ihnen die Ängste nimmt. Das ist jetzt die Aufgabe von Olaf Scholz. Den Druck von der Straße hätte er. Auch für heute sind rund 30 Demonstrationen gegen rechts angekündigt. Unter anderem eine große Demo in Köln und vielleicht die größte in Berlin. Und zugeschaltet ist mir nun Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden hier in Deutschland. Herr Schuster, ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Dost. Wir sehen also momentan riesige Proteste auf deutschen Straßen. Sie haben sich bereits sehr positiv und erfreut darüber geäußert, aber eben auch angemerkt, dass Sie eigentlich immer dachten, die Menschen hier in Deutschland würden diese hohen AfD-Umfragewerte einfach so hinnehmen. Wieso hätten Sie mit dieser Form der Mobilisierung so in der Form nicht gerechnet? Ich hatte eher in den letzten Monaten das Gefühl, dass wir eine große schweigende Mehrheit haben. Und ich bin erfreut darüber, dass diese wirklich fast katastrophalen Meldungen, die wir jetzt gehört haben, von diesem Korrektiv, von den Treffen in Potsdam, offensichtlich doch viele Menschen wachgerüttelt hat und ihnen gezeigt hat, welche Gefahr tatsächlich von einer Partei wie der AfD ausgeht. Wir haben nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober ebenfalls Demonstrationen gesehen gegen Antisemitismus, aber nicht so groß, nicht in der großen Form, wie wir das jetzt gegen den Rechtsextremismus im Allgemeinen sehen. Haben Sie die Hoffnung, dass sich damit auch am gesellschaftlichen Klima für Jüdinnen und Juden etwas verbessern, etwas ändern wird? Ob diese Demonstrationen direkt einen Einfluss darauf haben, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt ist aber, dass, und das ist schon allein ein Punkt, der Juden und Jüdinnen in Deutschland positiv stimmt, dass wir sehen, dass es eine Mehrheit gibt, offensichtlich in der Bevölkerung, die jetzt verstanden hat, die jetzt aufsteht und auch mit den Mitteln der Demokratie versucht, diese Demokratiefeinde zu bekämpfen. Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser jüngst in einem Interview gesagt, das Treffen, das Sie auch schon angesprochen haben, in Potsdam über das Korrektiv berichtet hatte, dieses Treffen, das wecke bei ihr unwillkürliche Erinnerungen an die Wannsee-Konferenz. Glauben Sie, dass solche NS-Vergleiche jetzt auch in diesem Fall helfen?
Ob sie helfen, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, ich kann nachvollziehen, den Gedankengang von Frau Faeser nachvollziehen, wenn auch, und das ist das, worauf ich auch immer wieder hinweise, die Situation 2023, 2024 in keiner Weise mit den 30er Jahren in Deutschland verglichen werden kann. Wir haben, und das ist ja das ganz Entscheidende von staatlicher Seite, und zwar von allen demokratischen Parteien, ein ganz klares Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland. Das war in den 30er Jahren ebenso nicht gegeben. Aber muss man da nicht in der Sprache, gerade im Umgang mit Extremisten, muss man da nicht präziser sein? Und dann, ich glaube, es ist schon mitunter notwendig, auch etwas zu überzeichnen, um manches bildlich darzustellen, bildlich klar und verständlich zu machen. Herr Schuster, Sie werden am Donnerstag gemeinsam auch mit dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein einen, ich sag mal, Sachstandsbericht zum Antisemitismus hier in Deutschland nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vorstellen. Was hören Sie denn aus der jüdischen Gemeinde? Wie groß ist die Angst noch vor antisemitischen Übergriffen? Die antisemitischen Übergriffe, die wir infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Das Gott ist sei Dank. sehr. Sch Oh, jetzt höre ich Sie wieder, Herr Schuster. Warten Sie mal, das Bild stand kurz. Könnten Sie Ihre Antwort noch mal wiederholen? Also die Frage, wie steht es aktuell um den Antisemitismus in Deutschland? Seit dem 7. Oktober, nachdem Attentat der Hamas, gab es massive antisemitische Kundgebungen, auch antisemitische Vorfälle. Da hier diese Welle scheint mir etwas abgeflacht zu sein, was erst einmal gut ist. Aber eine erhebliche Verunsicherung gibt es auch heute noch bei jüdischen Menschen. Ich denke aber gerade, und wir kommen zurück auf diese Demonstrationen, dass das auch ein Bild ist, das wieder Vertrauen in die demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik schaffen kann. Herr Schuster, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Also viele Menschen gehen auf die Straße, setzen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Aber was folgt nun politisch und juristisch auch aus diesem Treffen in Potsdam? Äußerst umstritten und heiß diskutiert wird ja weiterhin ein Verbot der AfD. Parteiverbote, die sind allerdings ja ein sehr drastisches Mittel und die rechtlichen Hürden liegen sehr hoch. Wie sinnvoll wäre es also überhaupt, so ein Verfahren gegen die AfD anzustreben? Leonie von Rando hat Antworten. Seit Tagen strömen tausende Menschen auf die Straßen, protestieren lautstark gegen die AfD, fordern offen ein Parteiverbot. Das wäre rechtlich zwar möglich, politisch aber schwierig. Theoretisch kann, auch wenn eine Partei 40, 45% der Stimmen hinter sich vereint, ein Verbotsantrag gegen sie gestellt werden. Aber es ist ein großes politisches Problem. Und dann haben wir ja 45% der Wähler nicht nur verprellt, sondern wir haben vielleicht auch die Situation, dass die fundamentale Zweifel an der Demokratie dann haben, wenn sie denken, die Partei, die ich doch meine Stimme gegeben hat, wird verboten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt eindringlich vor einer Machtübernahme der Rechtsaußenpartei. Ein AfD-Verbot will sie zwar nicht ausschließen, sieht es aber skeptisch. Das ist das schärfste juristische Mittel und kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wenn sich Menschen einer solchen Partei zuwenden, müssen wir dafür werben, dass diese Menschen zu den demokratischen Parteien zurückkommen. Die rechtlichen Hürden für ein Parteiverbot sind hoch. Grundlage für ein Verbot ist Artikel 21 im Grundgesetz. Als verfassungswidrig eingestuft werden können Parteien, die aktiv versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Voraussetzung: der Partei wird zugetraut, ihre verfassungsfeindlichen Ziele auch tatsächlich durchsetzen zu können. Nur Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot stellen. Darüber entscheiden muss dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mehrere Verfassungsrechtler warnen, ein Scheitern eines Verbotsverfahrens könnte der AfD sogar noch helfen.
und bringen eine andere Maßnahme zur Stärkung der Demokratie ins Spiel, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts besser zu schützen. Bisher müssen neue Verfassungsrichter von Bundestag oder Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Diese Vorschrift könnte aber mit einer einfachen Mehrheit von Bundestag und Bundesrat geändert werden. Demokratiefeindliche Parteien könnten das versuchen, wenn sie an der Macht wären. Das Gericht muss unabhängig sein. Es muss auch parteipolitisch unabhängig sein. Wenn aber die Richter parteipolitisch ausgewählt sind und von einer Partei mit Einstimmenmehrheit durchgedrückt worden sind, dann ist die Unabhängigkeit des Gerichtes weg. Die Forderung mancher Juristen daher, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts auch im Grundgesetz zu verankern. 42% der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben ein Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro im Monat. Jeder vierte Rentenempfänger muss mit weniger als 1.000 Euro auskommen. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamts hervor. Besonders betroffen davon sind Frauen. 53% von ihnen, also mehr als die Hälfte, beziehen weniger als 1.250 Euro Rente. Der linken Politiker Bartsch sprach angesichts dieser Zahlen von einem Armutszeugnis für unser Land. Die Rentenempfänger seien die Hauptverlierer der Inflation. Seit nun schon 106 Tagen werden israelische Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Ihre Angehörigen, die haben nun vor dem Wochenendhaus des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu protestiert. Sie fordern ihn auf, dass die Regierung mutige Schritte zur Freilassung unternehmen soll. Die Regierung in Tel Aviv geht davon aus, dass immer noch 136 Menschen von den Terroristen festgehalten, etwa 25 von ihnen sollen bereits nicht mehr am Leben sein. Andreas Büttner mit den Hintergründen. Der Druck auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steigt. Unzählige Demonstranten und Geiselangehörige versammeln sich auf dem Habima-Platz in Tel Aviv. Sie fordern ein Ende des Krieges und endlich die Geiseln zurück nach Hause zu bringen. Auch vor dem Wochenendhaus von Netanyahu kampieren Dutzende Angehörige von Hamas-Geiseln und fordern eine Verhandlungslösung, um die Verschleppten zurückzubringen. Unter ihnen ist auch Eli Stivi, der so lange in den Hungerstreik treten will, bis der Premierminister endlich mit ihm redet. Wir fordern ihn auf, dass er sich mit uns trifft und uns erklärt, für welchen Geiseldeal er sich entscheidet. Er muss sich für einen entscheiden und diese Geiselsaga endlich beenden. Wir werden keine weiteren Phasen akzeptieren. Wir wissen, dass ein Deal auf dem Tisch liegt, der auf seine Zustimmung wartet und dass alles von ihm abhängt. Währenddessen hat das israelische Militär einen Tunnel gefunden, der als Verlies für die verschleppten Menschen gedient hat. Der Tunnel wurde unter dem Haus eines Hamas-Terroristen in Khan Yunis entdeckt. In dem Verlies unter anderem Kinderzeichnungen eines 5-jährigen Mädchens. Nach den uns vorliegenden Zeugenaussagen wurden etwa 20 Geiseln zu verschiedenen Zeiten in diesem Tunnel unter harten Bedingungen festgehalten. Ohne Tageslicht, in dichter sauerstoffarmer Luft und schrecklicher Feuchtigkeit, die das Atmen erschwert. Die israelische Armee hat über dem Gazastreifen nun Flugblätter mit Bildern der verbliebenen Geiseln abgeworfen. Das Militär ruft die Bevölkerung dort auf, Informationen über die Geiseln weiterzugeben. Wir schauen nach Jerusalem zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Also wir sehen nun Angehörige der Geiseln, die vor Benjamin Netanyahus Wochenendhaus campen, um weiteren Druck zu machen. Er selbst scheint aber relativ wenig entgegenkommen zu zeigen in dieser Frage, oder? Also zumindest wird es lauter auf den Straßen und die Zahl der Stimmen, die ein Ende des Krieges fordern, die wird auch immer höher, haben wir den Eindruck. Wir haben beispielsweise auch bei diesen Demonstrationen mit einem Mann gesprochen, der seine Eltern am 7. Oktober verloren hat. Nichtsdestotrotz sagt er, wir müssen diesen Krieg beenden und das Ganze können wir letztendlich nur mit Dialog schaffen und nicht mit Konfrontation. Und wenn man auf das Militärische blickt, so ist jetzt inzwischen auch festzustellen, dass das israelische Militär nicht mehr die Fortschritte macht wie am Anfang dieses Krieges noch. Der Norden unter Kontrolle, aber das Zentrum und im Süden gibt es weniger Fortschritte und dementsprechend ist auch das Echo hier in den Medien und auch in der Bevölkerung. Es gibt Berichte zum Beispiel auch darüber, dass der eigentliche Plan war, bis Ende des vergangenen Jahres
die Militäroperation größtenteils abgeschlossen zu haben und auch den Süden unter Kontrolle zu haben. Davon ist man weit entfernt. Offenbar, so berichten es auch israelische Medien, rumort es auch im Militär, weil es keine Lösungsvorschläge der Politik gibt für die Zeit nach dem Krieg. Und es gibt auch Berichte darüber, dass im Norden die Hamas bereits wieder anfängt, Strukturen aufzubauen. Also dementsprechend ist diese Militäroperation nicht an dem Punkt, wo man es eigentlich gehofft hatte. Lass uns auch noch mal in die Zukunft schauen, nämlich über die Frage sprechen, wie es eigentlich nach Ende dieses Krieges weitergeht. Benjamin Netanyahu hat noch mal ganz klar gemacht, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung mit ihm in seiner Amtszeit nicht geben wird. Damit widerspricht er ja ganz eindeutig US-Präsident Joe Biden, der das jüngst erst ganz anders angekündigt hatte. Kann es so überhaupt einen Kompromiss in dieser Frage geben? Also ich kann den momentan nicht erkennen, weder hier auf israelischer Seite noch auf palästinensischer Seite. Wir waren viel im Westjordanland unterwegs und natürlich fordern die Menschen dort einen eigenen Staat, sehen aber keine Zukunft, keinen Weg dorthin. Und deswegen machen die Amerikaner Druck, auch andere natürlich Verbündete, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Israel dahin drängen, zumindest den Palästinensern einen Weg aufzuzeigen. Benjamin Netanyahu ist nicht dazu bereit. Insofern verwundert es eigentlich auch wenig, dass es gerade auch in den USA letztendlich so ist, dass man auf die Zeit nach Netanyahu baut, dass man dann möglicherweise in Richtung Zwei-Staaten-Lösung kommt. Aber momentan ganz klare Ansage aus Jerusalem, ganz klare Ansage des israelischen Ministerpräsidenten, eine Zwei-Staaten-Lösung mit ihm wird es nicht geben. Vielen Dank für all diese Informationen, Steffen, danke. Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich erneut gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen und will notfalls sogar ein Veto dagegen einlegen. Vor einem Treffen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmihal sagte Fico, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine die Grundlage für einen dritten Weltkrieg sei. Währenddessen erwartet der ukrainische Präsident Zelensky weitere Waffenlieferungen sowie auch neue bilaterale Sicherheitsabkommen mit verbündeten Staaten. Zuletzt hatte die Ukraine mit Großbritannien als erstem Staat überhaupt ein solches Abkommen geschlossen. Und noch der Blick in die USA. Am Dienstag, da gehen ja die US-Republikaner in die nächste Runde der Vorwahlen zu ihrem Präsidentschaftskandidaten, diesmal dann in New Hampshire. Dabei bekam Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung nun Unterstützung von dem einzigen schwarzen Senator der Republikaner, von Tim Scott aus South Carolina. Trumps Herausforderin Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina und ehemalige UN-Botschafterin, dagegen äußerte Zweifel am Geisteszustand ihres parteiinternen Rivalen, der sie nämlich in einer Wahlkampfrede mehrmals mit der früheren Repräsentantenhausvorsitzenden Nancy Pelosi verwechselt hatte. Dabei herrschen gerade Eiseskälte und reichlich Schnee. Weite Teile der USA sind also fest im Griff dieser Kältewelle. Mancherorts, da fällt das Thermometer auf bis zu minus 30 Grad Celsius. Mindestens 59 Menschen sollen bereits wetterbedingt ums Leben gekommen sein. Die Behörden, die rufen also nun zur Vorsicht und auch zum Energiesparen auf. So mancher versucht sich also warme Gedanken zu machen und das Beste aus dieser klirrenden Kälte. Laura Fleischmann mit den Bildern. Vollgas bergab. Einer der wichtigsten Schauplätze der US-Politik verwandelt sich dank Schneeeinfall zu einem Spielplatz. Auf dem Hügel des US-Kapitols kommen klein und groß auf ihre Kosten. Es war spaßig, es war toll. Ich habe das vorher noch nie probiert und habe ein paar Kinder das machen sehen. Schon seit zwei Wochen hält die Eiseskälte in den USA an. Im Osten und in der Landesmitte sind die Temperaturen vielerorts deutlich unter dem Gefrierpunkt. Bei minus 17 Grad frieren in Milwaukee nördlich von Chicago Teile des Michigansees zu. Eisschollen treiben auf dem Wasser. Auch die Fahrbahnen sind immer wieder von Eis überzogen. Autounfälle häufen sich. Fahrzeuge bleiben stecken, müssen durch Pferde befreit werden. Dieses Flugzeug schlitterte beim Abflug und kam von der Startbahn ab. Keiner wurde verletzt. Für diese Hunde und ihre Besitzerin hingegen sind die tiefen Temperaturen ein Grund zur Freude. Es ist so wunderschön und wenn es kalt ist, will ich Schnee. Es war eine schöne kleine Überraschung. Zum Beginn der neuen Woche soll es wieder wärmer werden. Dann ist es wohl vorbei mit diesen skulpturenartigen Gebilden. Bis dahin können Passanten die schönen Seiten des Schnees aber noch genießen.
Genießen ist gerade nicht so richtig angesagt für unsere Handballer, denn sie haben einen herben Rückschlag erlitten auf dem ja eigentlich angestrebten Weg ins EM-Halbfinale im eigenen Land. Die Mannschaft vom Bundestrainer Alfred Gislason musste sich am Abend gegen die weiter ungeschlagenen Österreicher mit einem 22:22 zufrieden geben. Vor knapp 20.000 Fans in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena lief das DHB-Team vor allem wegen vieler vergebener Torwürfe den Österreichern immer wieder hinterher. Ungarn, am Montag dann der nächste Gegner der DHB-Auswahl, gewann gegen Kroatien hingegen mit 29:26. Nur die zwei Gruppenbesten qualifizieren sich für das Halbfinale. Deutschland ist aktuell aber auf dem vierten Platz. Und noch schnell der Blick auf den Fußball, genauer gesagt auf die Ergebnisse des 18. Spieltags der Bundesliga. Im Abendspiel verliert Leipzig gegen Leverkusen mit 2:3. Der Siegtreffer für Bayer fällt erst in der Nachspielzeit. Köln kommt gegen Dortmund unter die Räder und verliert mit 0:4. Aufsteiger Bochum schlägt Stuttgart überraschend mit 1:0. Freiburg gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:2. Darmstadt gleicht in der Nachspielzeit gegen Frankfurt zum 2:2 aus. Heidenheim und Wolfsburg trennen sich 1:1. Das Freitagsspiel zwischen Mainz und Union Berlin wurde wegen des Wintereinbruchs abgesagt und wird nachgeholt. Heute spielen noch die Bayern gegen Bremen und Gladbach empfängt Augsburg. In der Tabelle behauptet Leverkusen die Spitze, dahinter Bayern, Stuttgart und Leipzig. Auf den weiteren Europapokalplätzen Dortmund und Frankfurt vor Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim. Die zweite Tabellenhälfte eröffnet Wolfsburg vor Gladbach und Bochum, dahinter Augsburg, Bremen und Union Berlin. Mainz weiterhin auf dem Relegationsplatz, Köln und Darmstadt auf den direkten Abstiegsplätzen.